Die Hilfsorganisation Oxfam hat die Lebensbedingungen von schwangeren, unbegleiteten Kindern und Überlebenden von Folter in griechischen Migrantenlagern scharf kritisiert. Der Minister für Migrationspolitik gibt zu, dass die Situation im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos weiter problematisch ist. Der Bericht spiegle aber nicht die Realität Anfang 2019 wider. Ich habe das gelesen. Es ist ein merkwürdiger Bericht. Ich meine, es ist merkwürdig, weil Oxfam noch nie fest in Moria war. Ich habe nichts dagegen. Vielleicht haben sie für den Bericht Vertreter auf die Insel geschickt. Die Leute von Oxfam haben uns in den Flüchtlingszentren in Epirus sehr geholfen und wir danken ihnen dafür. Dies ist eine Collage aus Situationen und Bildern der letzten 6 Monate. Wer den Bericht liest, versteht das. Wenn Oxfam wirklich eine willkürliche Collage von Bildern und Momentaufnahmen der letzten 6 Monate verbreitet hat, hat das Ministerium bei der NGO protestiert? Haben Sie ihnen gesagt, dass die Anmerkungen nicht mehr zutreffen? Ich werde damit nicht anfangen. Ich werde keine Diskussion mit Oxfam eröffnen und ich meine das nicht abwertend. Wie Sie wissen, habe ich nie auf die Berichte verschiedener NGOs reagiert. Einige dieser Berichte enthalten eine Menge Ungenauigkeiten. Oxfam hatte die griechische Regierung und andere EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, vor allem in das Camp Moria auf Lesbos mehr medizinisches und anderes Personal zu entsenden. Hier war nach einem Temperatursturz ein 24 Jahre alter Mann aus Kamerun tot aufgefunden worden.